Drittes Mantra. Lieber Geist, wenn es dir ernst damit ist, in Vraja zu leben, wenn du dem jungen Paar auf ewig bedingungslos dienen willst, dann höre mich an. Verehre Gorangas Gefährten, verehre Swarup Damodar, Sri Rupa Goswami, seinen älteren Bruder Sanatana und all die anderen, die von Mahaprabhu gesegnet wurden. Denk mit Liebe an sie und fall ihnen zu Füßen, in diesem Leben und allen künftigen, die dann noch kommen mögen. Eine weitere Frage drängt sich auf. Wird man Krishna nur dann spontan lieben und nach Vraj gelangen können, wenn man Chaitanya Mahaprabhu folgt? Oder kann man Mantra und Unterweisungen auch von anderen Vaishnava-Schulen annehmen? Dieser dritte Vers antwortet darauf. Es war Sri Chaitanya Mahaprabhu, der mit unglaublicher, nie gekannter Freigiebigkeit die Liebe von Vraja herabbrachte, der sie enthüllte und aufzeigte, wie sie zu bekommen sei. Sein Vermächtnis wird behütet und verwaltet, namentlich von seinen Gefährten Sri Swarup Damodar, Sri Rupa, Sri Sanatana und anderen. Nur in ihrer Nachfolge und durch ihre Schriften erfährt die Welt, wie man in Vraja lebt, wie die Beziehungen und Freuden der Vraja-Vasis im Detail beschaffen sind und worin die vertrauliche Praxis besteht, mit der man sich Radha Krishna nähert. Ohne sich Sri Gauras Gefährten zu ergeben und ohne ihre Worte ins Herz zu schließen, bleibt Leben in Vraja und Dienst auf der Ebene spontaner Anziehung undenkbar. Erstens, Rag Atmika Bhakti. Das Wort Sa Ragam im dritten Vers bedeutet mit Rag Atmika Bhakti, mit bedingungsloser herzlicher Zuneigung, wie sie nur in Vraja zu finden ist. Für gewöhnlich unterteilt man Bhakti in drei Abschnitte. Sadhana Bhakti, solange man sich übt. Bhav Bhakti, die Stufe der Zuneigung oder Vorstufe reiner Liebe. Und Prema Bhakti, die Vollkommenheit reiner Liebe. Wenn Sadhana Bhakti heranreift, wird sie zu Bhav Bhakti. Und diese wandelt sich, wenn vollendet, zu Prema Bhakti. Sri Rupa Goswami, in der Bhakti-Wissenschaft kundig wie kein zweiter, hat die Entwicklung von Sadhana Bhakti zu Prema Bhakti sorgsam abgestuft. Sri Bhakti Ras Amrita Sindhu 1.4.15-16. Den Anfang macht Shraddha, echtes Vertrauen in den Guru und die Schriften, in Klammer, welches entstand, weil man mit heiligen Personen verkehrte. Shraddha bewirkt, dass man sich an Gott geweiht wendet, um zu lernen, und alsdann übt man sich in praktischer Verehrung. Allmählich wird man von den Altlasten früheren Handelns frei, den verschiedenen Arten von Karma, die man mit sich trägt. Dann bleibt man ohne Ablenkung im Dienst gefestigt. Bald darauf erfährt man spirituelle Freude, die einhergeht mit erstem Verlangen, Krishna zu verehren. Und diese Freude verstärkt sich später zu spontaner Anziehung zu beiden, zu Krishna und Krishnas Dienst. Auf die Anziehung folgt echte Zuneigung, Bhava,
und schlussendlich voll erblühte Liebe, Prema Bhakti. Das sind die Schritte, auf denen der Gottgeweihte zum Ziel, zu Krishna Prema, gelangt. Sadhana Bhakti, die Lehrzeit des Schülers, kann von regulierter oder spontaner Natur sein. Selbst wenn reine Liebe erwacht, bleibt ein feiner Unterschied bestehen. Aus regulierter Praxis entstandene Prema gleicht nicht in allen Belangen ihrer aus spontaner Praxis hervorgegangenen Schwester. Sri Rupa Goswami definierte regulierten und spontanen Dienst, Vaidhi und Rag Anuga Bhakti, wie folgt. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.6 269. Zwei Antriebe sind es, die den Menschen bewegen, Gott zu verehren. Wenn nicht spontane Anziehung und intensives Verlangen ihn antreiben, sondern strenge Worte der Schriften, nennt man seine Hingabe Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti folgt strikten Regeln und Regulierungen. Deshalb spricht man hier auch vom Pfad regulierten Dienstes. Fußnote 17. Vaidhi Bhakti wird in Sri Vallabha Acharyas Sampradaya Maryada Marga genannt. Bhakti Ras Amrita Sindhu 1.2.270-273. Rag Anuga Bhakti, dem Pfad spontanen Dienstes dagegen, beschreitet derjenige, der den Bewohnern Vrajas nacheifert. Um Rag Anuga Bhakti zu verstehen, sollte man zuvor etwas über die Einwohner Vrajas wissen. Alle Vrajavasis, selbst Tiere wie Kühe, Rehe und Papageien, fühlen für Krishna Raga, spontane, unbändige Anziehung. Was sie eint, ist eine innige Sehnsucht nach Krishna. Unablässig und unbeirrbar dürsten sie nach Krishna, bekommen nie genug von ihm und denken nie an etwas anderes. Manche von ihnen inspiriert ihre Beziehung zu Krishna, wie etwa als Vater, als Mutter oder als Freund, und andere ihre Liebe oder transzendentale Lust. Fußnote 18. Merkmale von Raga sind Premamai Trishna, liebender Durst und Swarasiki, Parama Vistata, spontanes Vertieftsein in Krishna. Rag Atmika Bhakti ist von zweierlei Art, Kama Rupa und Sambandha Rupa. Aber was immer sie tun, wie etwa Blumen gelanden, für ihn aufzureihen, tun sie mit dieser spontanen, natürlichen Anziehung. Danach erklärt Rupa Goswami die Qualifikation für Rag Anuga Bhakti. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.291-293. Die Qualifikation ist Begierde. Wer vom Wunsch beseelt ist, zu denken und zu fühlen, wie die Einwohner Vrajas, nur er ist für Rag Anuga Bhakti, in Klammer Anuga, nachfolgen, geeignet. Woran erkennt man den Geweihten, indem sich diese Begierde anfängt zu regen? Nun, sobald er von Nanda, Yashoda und den anderen Vrajvasis hört, wird er sich fest wünschen, so zu werden wie diese. Die lieblichen Erzählungen aus dem Srimad Bhagavatam und anderen Büchern verwirklichter Vaishnavas ziehen selbst Krishna in ihren Bann, weil sie all seine Sinne beglücken.
Wenn der Sadaka, der Herr vom Aussehen, Wesen und den Taten der Vrajvasis hört, so wird er spontan und enthusiastisch beginnen, zu chanten, zu meditieren und die anderen Bhakti-Vorgänge auszuführen, um es ihnen gleich zu tun. Logik, Vernunft und Verbote der Schriften beeindrucken ihn dabei nicht, sind sie doch nur auf dem Vaidhi-Pfad von Nutzen. In Klammer, der Vaidhi-Sadaka folgt Geboten und Verboten, bis erste echte Gottesliebe in ihm erwacht. Der Rag-Anuga-Praktizierende dagegen steht von Anfang an darüber, ein Zeichen für die exklusive Stellung von Rag-Anuga-Bhakti. Nichtsdestotrotz wird der Rag-Anuga-Neuling, obwohl unabhängig von den Regulierungen der Schriften, dennoch gründlich durchforschen. Und er muss es auch tun. Denn die Bücher soll ja nicht nur einschränken, sondern vor allem auch offenbaren, wie man Krishna vollkommen dient und ihn erreicht. Solchen Anweisungen muss auch er strikt folgen. Und zur täglichen Praxis von Rag Anuga Bhakti schließlich steht geschrieben. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.294-296. Man soll sich immerzu an den Herrn seines Herzens erinnern, den ewig jugendlichen Krishna, und gleichermaßen an jene seiner geliebten Gefährten, die so denken und fühlen, wie zu denken und fühlen man selber anstrebt. Begierig über sie zu hören, soll man alle Zeit in Vraja leben, wenn nicht physisch, dann doch zumindest im Geist. Seva sadaka rupena siddha rupena chatrahi tat bhava lipsuna karya vraja lokanu sarataha. Auf zweifache Weise soll der Rag Anuga Sadaka dienen. Mit den physischen Sinnen soll er hören, chanten und die verschiedenen Bhakti-Vorgänge praktizieren, so wie Rupa, Sanatana und Raghunath Das Goswami es uns zeigen. Um mit den spirituellen Sinnen seinen Vorbildern in Vraja nacheifern, soll er Krishna uneingeschränkt und nach Herzenslust Freude bereiten. Fußnote 19. Rag Anuga Sadakas sollen in Sadaka Rupa und Siddha Rupa dienen. In Nachfolge der Gaura Parikaras, beziehungsweise im Einklang mit der Bhava der Vraja Parikaras. Welche Einwohner Vrajas sein Vorbild sind, das hängt von der Beziehung ab, nach der es sich sehnt. Wer Krishnas Diener werden will, wird Krishnas Dienern in Vraja nacheifern, wie Raktaka und Patraka. Wer Krishnas Freund werden will, wird Kuhhirtenjungen wie Shridam und Subal folgen. Wer Krishna als Sohn haben will, folgt Krishnas Eltern, Nanda und Yashoda. Und wer Krishna als Geliebten sehen will, folgt Gopis wie Sri Radha, Chandravali, Lalita, Vishaka, Rupa Manjari und Rati Manjari. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.296. Die Praktiken von Vaidhi Bhakti sind für Rag Anuga Sadakas hilfreich und notwendig. Doch werden sie klugerweise nur die annehmen, die ihre jeweilige Beziehung gedeihen lassen, andere aber nicht. Zu den anderen, das heißt den abträglichen Praktiken, gehören erstens Ahangraho Pasana,
über sich als von Gott nicht verschieden zu meditieren. Zweitens, Mudras, bei der Verehrung die Finger ineinander zu verschlingen. Drittens, Nyasa, verschiedene Atemtechniken. Und viertens, über Dwaraka zu meditieren und Sri Rukmini und anderen Königinnen Krishnas zu verehren. So also muss Rag Anuga Bhakti praktiziert werden. Seine Lehrzeit hat beendet, wer die Vorstufe reiner Gottesliebe, Bhava oder Rati, erreicht. Zu Rati erklärt Rupa Goswami im Sri Ujjvala Nilamani Stai Bhava 57, 59 bis 62. Sogar befreite Seelen und große Gottgeweihte sehnen sich nach Rati, spontane Anhaftung an Krishna, aus der sämtliche Spielarten der Gottesliebe hervorgehen, in Klammer, bis hin zur absolut höchsten Form der Ekstase, Mahabhava. Heranwachsende, sich vertiefende Rati entwickelt sich zu reiner Liebe, Prema, und erscheint hernach mit verschiedenen Gesichtern der Reihe nach benannt als Prema, Sneha, Mana, Pranaya, Raga, Anuraga und Bhava. Um es anschaulich zu machen, es ist wie bei der Bonbon-Herstellung. Ein Same wächst zur Zuckerpflanze. Die Pflanze erzeugt Saft und der Saft wird weiter veredelt zu Melasse, Rohzucker, raffiniertem Zucker, Kandiszucker und endlich Konfekt. Rati entspricht dem Samen, in Klammer, denn sie ist der Same von Prema und Prema der Zuckerpflanze. So wie Saft und Bonbons Umwandlungen des Zuckerrohrs sind, sind auch Sneha, Mana und so weiter sechs Umwandlungen der Gottesliebe. Experten verwenden daher den Sammelbegriff Prema für alle Stufen. Es soll noch erwähnt werden, dass Krishna die Liebe seiner Geliebten in genau der gleichen Weise erwidert. Genau die spezifische Art von Prema, die das Herz der Gopi bewegt und beherrscht, wird auch Krishna empfinden. Wer dieses Thema unvoreingenommen und im Detail untersucht, wird zugeben müssen, die Liebe, wie sie zwischen Krishna und den Mädchen von Vraja gezeigt wird, ist unerreicht und einzigartig. Andere Schulen als die Rupa Goswamis können sie weder lehren noch erfahren. In Klammer, oder aber, wenn man so will, höchstens in begrenzter und verkümmerter Form. Das ist der Grund, warum Raghunath Das Goswami uns rät, Swarup Damodar, Sri Rupa, Sri Sanatana und die anderen Goswamis als Lehrer zu wählen, weil sie die Empfänger der besonderen Gnade Mahaprabhus sind. Zweitens, Pratijanu, Leben für Leben. Der Sadhaka benötigt etliche Leben, solche reine Liebe zu vervollkommnen. Es sei denn, er empfängt besondere Gunst vom Herrn oder seinen Geweihten, in welchem Fall er sie sogar im nächsten Moment schon besitzen kann. Erläuterung: Der erste Vers schlug vor, transzendentale Liebe und Anhaftung zu entwickeln. Zum Guru, zu Vraja, den Vrajavasis, den Vaishnavas, den Brahmanas, den Diksha-Mantras und nicht zuletzt den heiligen Namen. Eine derartige Aufgabe kann nur Rag-Anuga-Aspiranten abverlangt werden.
Allein Begierde, den Vrajavasis nachzufolgen, ist mächtig genug, Neulinge direkt auf die Rati-Stufe zu befördern. Der zweite Vers besagte, man soll in Vraja leben und sich in den Dienst der Vrajavasis vertiefen. Bis hierhin war noch nichts über eigentliche Praxis der Verehrung erklärt worden. Bis hierhin hat der Sadaka seine Treue zu Regeln und Geboten abgeschworen und ist mit einer brennenden Sehnsucht, Krishna zu dienen, nach Vraja gekommen. Zeit also, etwas über das Wie zu erfahren. Mein Geist, wenn du nur noch Sri Radha Krishnas Lotusfüße kennst, wenn du inständig hoffst, wie viel Leben es auch kosten mag, ihnen mit Liebe dienen zu dürfen, dann ist für dich die wirksamste Praxis die, bei Mahaprabhus Gefährten um Barmherzigkeit beten. Vor Swarup Damodar und Rai Ramananda niederfallen, vor Rupa Goswami, Sanatan Goswami und den anderen Vertrauten des Prema Avataras und weinend um ihre Gnade bitten. Das sollst du tun. Ganz gleich, wie viele Leben es kosten mag. Hier könnte man sich wundern. Dient man denn nicht Gott, gerade weil man vom endlos Karussell des Lebens und Sterbens erlöst werden will? Ist denn die Freiheit vom Tod nicht das Ergebnis von Verehrung? Im Allgemeinen glaubt man so. Im Fall von Rag Anuga Bhakti aber verhält es sich ganz anders. Der Sadaka erfährt gleich von Beginn an immenses Glück, Freude und Erfüllung, selbst schon auf der Anfangsstufe, so dass wiedergeboren zu werden ihm kein großes Übel erscheint. Ihm geht es vorrangig darum, seine Bhakti zur Reife zu bringen. Wenn nötig, nimmt er tausende neuer Geburten in Kauf. Es verlangt ihn nicht nach der Befreiung, mit Krishnas Brahman-Ausstrahlung, dem göttlichen Licht zu verschmelzen, solange er nur in Krishnas Verehrung eintauchen und unter der Obhut fortgeschrittener Vaishnavas in Vraja leben kann, ist er zufrieden. Der Bhakti-Vorgang ist ein freudvoller. Weil Krishna zufrieden ist, wird auch der Gottgeweihte glücklich. Materialismus und Askese verlangen Mühe und Schweiß. Doch der Gottgeweihte, der seinen Geist in den Nektar der Hingabe taucht, schwimmt in einem Ozean von Freude. Das ist die Eigenheit der Gaudiya Vaishnavas, der Nachfolger Mahaprabhus. Ihnen liegt nicht viel daran, sich von Geburt und Tod zu lösen. Zuvor wollen sie ihre Liebe vollendet sehen. Und gerade diese ergebene Haltung ist es, die sie rasch auf die Stufe von Bhava befördert und alsdann ihre Bhakti-Pflanze sich weiterentwickeln lässt, bis sie in Krishna Prema herrlich und leuchtend wird. Eine Rose oder Lotusblüte, schon als Knospe gepflückt, wird nicht zur Blume erblühen. Sie kann nicht duften, ihre Schönheit nicht entfalten und keinen Nektar hervorbringen. Die Blume aber, der es erlaubt ist, in ganzer Anmut und duftender Lieblichkeit aufzublühen, wird zugleich Hummeln und Honigbienen anziehen. Ebenso wartet der Gottgeweihte lieber ein wenig, wartet, wenn nötig, viele Geburten, um schließlich Krishna von Angesicht zu Angesicht sehen und ihn mit reiner Zuneigung erobern zu können. Eine andere Frage ist die, ist der Schatz von Vraja
Rag Atmika Bhakti und damit einhergehend Rag Anuga Bhakti in einer der anderen Schüler nachfolgen zu haben, wie in der Ramanuja und Madhva Sampradaya? Die Antwort ist ein eindeutiges Nein. Neben Raghunath Das Goswami versichert auch Srila Bhaktivinoda Thakur, dass einzig die Gefährten Sriman Mahaprabhus, unseres großherzigen Gönners, die Verwalter dieser seltenen Liebe sind. Die vertraulichen, esoterischen Geheimnisse der Rag Atmika Bhakti wurden Swarup Damodar und anderen engen Gefährten von Mahaprabhu persönlich offenbart. Nur sie allein können darüber verfügen. Das Wort Sa Ragam in diesem Vers bedeutet, mit Raga in Vraja zu leben, mit natürlicher, spontaner, bedingungsloser Zuneigung. Die Bewohner Vrajas kennen nichts außer dem Dienst Krishnas. Was immer sie tun, ist daher Rag Atmika Bhakti. Solche, die den Rag Atmikas nachfolgen, nennt man Rag Anugas und ihren Dienst Rag Anuga Bhakti. Rag Anuga Bhakti beginnt mit anfänglichem Vertrauen, Shraddha und übersteigt sogar Prema. Für alle, die Raga weder entwickelt haben, noch begierig sind, sie zu entwickeln, die aber dennoch Gott dienen wollen, weil die eindringlichen Worte der Schriften an ihr Herz rühren, gibt es Vaiti Bhakti. Meinen eigenen Guru Deva, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaja und ebenso seinen Guru Deva, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, musste man nicht lange bitten. Sie bedurften keiner extra Aufforderung, Krishna zu verehren. Ihr Dienst war vielmehr natürlich und spontan. Dem Guru, den Vaishnavas und der Bildgestalt so ungezwungen zu dienen, freiwillig und unermüdlich zu hören, zu chanten und an Krishna zu denken, ist das Merkmal derer, die Raga, natürliche Anziehung im Herzen tragen. So etwas erwirbt man nicht in einem Leben. Das Wort Pratijanu bedeutet etliche Leben. Während Vaidi Bhakti recht schnell zum Ziel führt, wird Rag Anuga Bhakti erst über mehrere Leben vervollkommnend. Wir lesen im Srimad Bhagavatam von Maharaj Bharata, einem fortgeschrittenen Gottgeweihten, der ein wenig nachlässig wurde und dadurch drei Leben verlor. Der gewöhnliche Sadaka begeht zweifellos viele Fehler, nicht nur mit dem Körper, sondern auch in Gedanken lässt er sich allerlei zu Schulden kommen. Und daher tut er gut daran, sich einige weitere Leben zuzugestehen.